Herzlich willkommen. Ich hatte versprochen, dass ich ein Tutorial aufnehme zu der Frage, wie kann man eine Brücke, zum Beispiel Ziel der Voyager, einsetzen als Videohintergrund. Und ich würde Ihnen ganz gerne heute zwei Settings zeigen, nämlich einmal hier die Voyager, wie hier zu sehen, und zum zweiten einen Ausschnitt der Brücke der USS Enterprise aus der originalen Serie für eine Präsentation. Das Prinzip ist beide Male identisch. Im Hintergrund läuft ein Video-Loop, den ich angefertigt habe, und im Vordergrund dann mit Greenscreen eine Videoaufnahme plus ebenfalls mit zugeschaltetem Chroma-Key für die grüne Hintergrundfarbe der Beam. Aber ich zeige Ihnen erstmal noch das zweite Setting, damit Sie sehen können, wie das Ganze funktioniert, und bin dann hier erstmal kurz auf und würde jetzt mal umschalten auf den zweiten Screen, nämlich den Monitor auf der USS Enterprise. Das Ganze funktioniert hier so, dass man ähnlich wie auf der Voyager einfach die Kamera entsprechend positioniert, und der Hintergrundmonitor eignet sich dann natürlich für eine Präsentation. Wenn Sie das Ganze als Videokonferenzhintergrund nehmen, sollten Sie beachten, dass Sie dann natürlich den Ambient Sound, den Sie jetzt die ganze Zeit im Hintergrund hören, plus die Beamer-Geräusche nicht mit in die Videokonferenz nehmen können. Allerdings haben Sie dann eine andere Option, um zum Beispiel Präsentationen aufzuzeichnen und das Ganze mal ein wenig anders zu gestalten, als es sonst üblich ist. Und ich zeige Ihnen auch, dass das Ganze natürlich dann in einer Co-Moderation passieren kann, wenn Sie dann einfach noch einen zweiten Beamer einsetzen und einen Co-Moderator über Greenscreen zu schalten. Das funktioniert ja über eine Videokonferenzumgebungssoftware problemlos. Also, darum soll es heute gehen. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere das Ganze nachahmt. Andere Settings habe ich jetzt noch nicht vorbereitet, da es dann doch relativ aufwendig ist, auch die Videoloops zu produzieren. Aber für eine erste Anschauung reicht das. Gut, dann blende ich das hier mal ganz kurz ab und wir sehen uns gleich wieder. So, und um Ihnen zu erklären, wie ich im Detail vorgegangen bin, vielleicht so viel, ich verlinke in der Beschreibung zu diesem Video alle Ressourcen, die ich verwendet habe. Und Sie brauchen ein kompetentes Bildbearbeitungsprogramm, ein Audioschnittprogramm, das zeige ich Ihnen aber heute alles nicht. Das heißt, alle Videofiles müssen Sie separat zuschneiden und dann mit dem entsprechenden Sound unterlegen und so weiter und so fort. Und diese Ressourcen habe ich Ihnen alle in der Videobeschreibung hinterlegt. Das heißt, der Greenscreen für den Beamer und die Ambient Sounds müssen Sie bitte separat zuschneiden. Ich will Ihnen nur heute ganz kurz zeigen, wie Sie die Hintergründe selbst bauen können. Und dazu verwende ich in der Regel Photoshop. Und Sie sehen schon hier, ich habe jetzt hier einiges vorbereitet. Ich blende das jetzt mal auf. Ich würde gerne bei der Voyager bleiben. Deswegen mache ich hier den Screen für die USS Enterprise mal wieder zu. Und das brauche ich gleich. Aber ich zeige Ihnen erstmal die Originalvorlage, die ich verlinkt habe in der Beschreibung des Videos. Das ist von einem Spieler von Star Trek Online, Prima 13. Und Sie sehen hier, das ist der Hintergrund für die USS Voyager, zu erkennen oben an der Typenbezeichnung im Screen. Da haben wir sie, NCC 74656, und die Silhouette ist unverkennbar. Allerdings haben mir die Farben nicht gefallen und ich habe das Ganze ein wenig, und das sehen Sie hier, neu eingefärbt. Und auch vielleicht deutlich zu sehen ist, dass der Hintergrund etwas weich gezeichnet ist, sodass der Vordergrund stärker in den Vordergrund rückt. Das ist ein optischer Effekt, den man machen kann. Ich zeige Ihnen das ganz kurz. So sieht es im Original aus. Und so sieht es dann mit einer optischen Unschärfe, einer tiefen Unschärfe aus. Das Zweite, was ich
gemacht habe, ist, dass ich die einzelnen Displays animiert habe, und zwar recht unauffällig, aber im Hintergrund, im Videohintergrund wird es dann natürlich auffallen. Das zeige ich Ihnen gleich, und zwar in zwei Varianten. Jetzt sehen Sie eine ausgeschaltete Variante. Achten Sie mal auf diese Aspekte hier im Screen. Und hier und ebenfalls hier drüben gibt es einige Segmente, die sich an- und aufschalten, wenn ich das jetzt ausmache. Ja, sehen Sie das? Und diese Effekte benutze ich dann, um sowas wie eine Belebung in den Hintergrund zu bringen. Und das Ganze funktioniert sehr unauffällig und deswegen wirkt es aber authentischer. Gut, das ist der Mainscreen für die Voyager. Und ich mache das ganz kurz nochmal weg, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist, dass ich den, Sie sehen das schon, den Sessel ausgeschnitten habe, also um ihn etwas größer zu ziehen. Und ich habe ihm etwas Schatten mitgegeben, einen Schlagschatten, der nach außen ausstreut und fadet. Und so entsteht nochmal eine zusätzliche weitere Tiefendimension. Das ist Voyager. Und jetzt blicken wir mal in ein Programm, mit dem ich den Videoschnitt normalerweise realisiere. Hier sehen Sie jetzt den Power Director schon aufgeblendet und ich habe drei Files angelegt, nämlich einmal den normalen Screen, dann sehen Sie Star Trek 2A, da werden die Lampen ausgeschaltet und dann noch einen dritten Screen, der auf der linken Seite Displays schaltet und das Video ist dann ganz einfach so entstanden, dass man sagt, man hätte gern der Videoloop, der Hintergrundloop 1, 2, diese zwei. Die können wir mal abwechselnd machen. 1, 2, dann nochmal die 1 ran. Obwohl, das können wir uns eigentlich sparen, diesen Schritt. Moment, dann nehmen wir das nochmal raus. Nochmal die 1 dazu. Und dann ergänzen wir die 3. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wenn man das ablaufen lässt, Achtung, das geht, dass Sie das mitverfolgen können. Ja, dass die, zack, gehen Sie aus, wieder an. Und jetzt schaltet es auf der linken Seite nochmal. So, das Ganze dauert jetzt natürlich viel zu lang, deswegen kürzen wir die Tracks entsprechend ein. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit wir das hier sehen. Und zwar ungefähr auf diese Größe. Wir bringen die anderen auch auf die Größe. Das ist am einfachsten so zu machen, dass man die Spur wechselt und das dann entsprechend eintrimmt. So, das Ganze machen wir mit den anderen auch. Und haben dann, Moment, komm, auf die dritte Spur, hätten jetzt auch nochmal den ersten nochmal duplizieren können, das wäre auch gegangen. Aber so ist es einfacher. Ja. Und jetzt haben wir einen schönen kleinen Videoloop von 6 Sekunden. Und können dann entsprechend noch einen Übergang generieren. Und den schalten wir immer so, dass er exakt nur die Ausschaltphase betrifft, nicht die Anschaltphase. Und so dadurch entsteht so etwas wie eine Dynamik beim Schalten dieser Lampen. Schauen Sie das Ganze mal an. Gut, wunderbar. So können wir es belassen und ich würde das Ganze halt, eins fehlt noch, nämlich der Sessel. Und den müssten wir so platzieren, dass wir den ein bisschen kleiner freilich machen. Ja. Ich schaue mal, dass er mittig steht.
Habe ihn auch nochmal anders eingefärbt. Ja, so. Und jetzt ist er etwas größer, passend zur Videokonferenz. Und Sie sehen hier das Fading des Schattens dieses Sessels auf dem Hintergrund. Das Raum muss natürlich ganz genauso groß sein. Und damit haben Sie faktisch Ihren Background Loop. Den können Sie jetzt produzieren und dann als Video in OBS hinterlegen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz die Videofiles, die hier zum Einsatz kommen. Sie sehen also, im Hintergrund läuft jetzt schon der finale Screen für die Voyager. Und Sie sehen, ist die Frequenz des Blinkens noch eine andere. Und was Sie hier einstellen müssen, damit das Ganze so funktioniert, ist, dass Sie eine Endlosschleife einrichten und diese Option nichts anzeigen, wenn Wiedergabe endet, ausschalten und dann haben Sie einen unendlichen Loop, der das Ganze produziert. Und dann werfen wir erstmal einen Blick auf die Kamera. Kurz rüberrutschen hier, sonst ist der Eindruck dahin. Also, das heißt, hier haben wir jetzt eine ganz normale Videokamera, die vor mir steht, eine OBS Spot Tiny. Und für die OBS Spot Tiny habe ich folgende Filter eingerichtet, nämlich unabhängig davon, das können Sie alles ignorieren, ja, also den Beamer und so weiter und so fort. Das ist ein Effekt, den kann ich nicht im Live-Format nutzen, dafür müsste ich erst schneiden, das ist ein bisschen schade. Entscheidend ist allerdings hier Chroma Key, nämlich dass mein Greenscreen da hinter mir steht. Ich schalte mal die Farbe um, dann sieht man das. Oh, das war nicht gut. Machen wir es mal so. Genau, jetzt sieht man den Greenscreen im Hintergrund stehen und der schneidet mich freilich aus und so erzeuge ich den Effekt, tatsächlich in diesem Stuhl zu sitzen. Mach das Ganze mal zu. So. Und weshalb ich die Hintergrundfarbe des Stuhls angepasst habe, hat damit zu tun, dass ich vor dem Greenscreen sitze. Sie sehen also auf dieser Seite, dass der Greenscreen natürlich ein bisschen ein Licht nach vorn wirft und deswegen so ein eine leicht grünliche Krone entsteht. Und wenn der Sitz hinter mir mit einem Rotton gefärbt ist, ja, so wie das in der Originalvorlage war, dann fällt das negativ auf, dann sticht das ins Auge, so geht es gerade noch. Und das wäre faktisch Thema Vordergrundkonstruktion. Und jetzt zeige ich Ihnen noch ein zweites, nämlich den dazugehörenden Beamer. Das ist ebenfalls eine Videoschleife, die ich zurechtgeschnitten habe und mit dem entsprechenden Sound unterlegt habe. Ähnlich wie ich das jetzt mit dem Hintergrund machte in PowerDirector. Deswegen zeige ich Ihnen das jetzt nicht nochmal separat. Hier allerdings auch mit Filtern, nämlich einem Chroma Key. Das liegt daran, dass die Vorlage, den mache ich mal aus. Und damit Sie mir das glauben, dann lasse ich ihn nochmal laufen. Also das ist die Vorlage, die Sie finden. Das müssen Sie nur zuschneiden und den entsprechenden Ton hinterlegen. Und wenn Sie dann den Chroma Key Filter aufschalten, dann wird das Grün gefiltert. Denkbar ist auch jede andere Farbe und dann können Sie den Beamer einfach ein- und ausschalten. Gut. Das ist das ganze Geheimnis, wie man da vorgeht. Alle Files, die ich verwendet habe, sehen Sie in der Beschreibung des Videos verlinkt. Grüße gehen raus an alle diejenigen, die mit einer wahnsinnigen Mühe das Ganze erstellt haben. Vor allen Dingen an den Macher von der virtuellen Brücke in der USS Enterprise. Muss ich hier die Kamera auch nochmal aufschalten? Der USS Enterprise, weil das tatsächlich eine sehr, sehr schöne virtuelle Umgebung geworden ist. Gut. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Nachbauen. Alle Quellen sind verlinkt und ich bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch.